Herzlich guten Abend, Rita Mazzunder. Sita. Jetzt habe ich gedacht, es kommt schneller. Wie mühsam ist das, wenn man das Leben lang, ich sage jetzt nicht, wie lange das schon ist, muss sagen, Sita, nicht Rita. Aber bei uns heisst man eigentlich eben Rita. Das ist eigentlich gar nicht so mühsam, weil das ist selten das Problem. Was viel mehr das Problem ist, ist, dass es heisst, ah, Zita mit Z, weil der Hund von meinen Nachbarn heisst auch so. Also der Aufklärungsbedarf ist stärker, genauso auch mein Nachname, Matzinger, genau, Matzinger. Matzinger, ja, das genau. Ist der Hundeflocken. Also genau. Wir sind bei den Hundeflocken und bei den Hunden angelangt. Genau, Mazzunder ging zwischen noch so aus Südtirol durch, aber... Das ist so. Das ist ja, es kommt recht viel, wenn ich die Leute raten lasse, woher. Dann Tirol ist eins, Graubünden ist eins. Und, das kommt ein Querfeld ein, Südamerika, ja. Afrika. Wenn man die genau anschaut, von hoch, mit der Kamera sieht man das, dann sieht man das hier noch so. Eben, something different from other places. Very well, very well. Kürzen wir es ab. Grossvater Eisenbahnpionier in Indien, Vateringenieur bei Brown Boveri, führt dazu, dass Zita in Wislisbach, in Turgi, in Oberrohrdorf, im tiefsten Aargau von den 70er Jahren, als Zita Mazzunder in die Schule ist. Wie war das für dich? Wenig unterhaltsam. Also wir sind in den 70er Jahren. Mein Vater, muss man dazu wissen, ist sehr dunkel. Meine Mutter zur damaligen Zeit noch sehr blond, heute ein bisschen grauer und absolut weiss. Das war natürlich in den 70er Jahren im tiefen Aargau nicht unbedingt gerade hip und in gewesen. Das war eher schwierig gewesen. Insofern war anders damals nicht podiumswürdig gewesen, sondern das hat natürlich zu gröbsten Problemen in der Primarschule oder auch schon früher geführt. Bist du das Anderssein? Bist du interessant gewesen oder irgendwie ein bisschen, hast du Angst ausgelöst? Angst, Unwissenheit, sehr oft auch, was mache ich da damit? Ein bisschen etwas Okkultes vielleicht auch. Also es hat einige Familien von Kindern gegeben, die das Gefühl hatten, geh ja nicht zu dem Mädchen heim, da hat sicher wahrscheinlich okkulte Sachen die heim am Laufen. Wenn wir irgendwo in Indien waren und ich bin dann mit Armreifli bis hinter und Schnabelschüli gekommen, dann ist das alles bestätigt gewesen. Also es sind natürlich Bilder gewesen, die heute ganz anders sind. Jedes Mal, wenn der Sommer irgendwo wieder kommt, jetzt gerade wieder alle Kataloge, nicht wahr, in den Briefkästen, dann hat man da alle die indischen Geschichten und Paisley-Muster, das ist jetzt super in und toll und man mag das. Aber das ist in den 70er Jahren ist das nicht so gewesen. Also da ist das fremd und mit Ablehnung behaftet gewesen. Außer die paar wenigen, die es von Goa heim geschafft haben. Ja, die meisten sind eben noch dort. Die sind gar nicht heimgekommen von Goa. Die sind immer noch an der Party. Gut, nehmen wir das wunderschöne Wort Migrationshintergrund und Wort 2012. Das ist ja heute eigentlich nichts mehr Spezielles. Ist das denn aber vielleicht der Grund gewesen, dass du eben doch ziemlich anders das Leben bist? Also, wo deine Kolleginnen nach der Matur sich für Romanistik oder für vielleicht sogar Theologie oder Anthropologie oder irgendwie so etwas hey, entschieden, bist du eine DTH, Softwareingenieurin studieren? Ich glaube, es ist nicht erst dort losgegangen. Mein erstes Wort war zum Schrecken von meinen Eltern ein Auto. Sie haben sehnlichst auf Mami und Papi gewartet und das Kind hat Auto rausgelassen. Also das ist irgendwo schon sehr genetisch vorhanden gewesen, das Basteln und Tüfteln und Sachen auseinanderschrauben und mit Schlagbohren die Hause umrichten. Und das ist dann einfach in der Kumulation mit dem Studium, hat sich das gezeigt. Es ist definitiv so. Ich glaube, so wie ich aufgewachsen bin und mit dem Hintergrund, ist anders für mich immer normal gewesen. Also ich hatte gar nicht die Möglichkeit, in der Gausschen Glocke, in dieser Normalverteilung in der Mitte zu sein, sondern es ist einfach immer anders gewesen und ich konnte das auch nicht irgendwie berichtigen. Und man wächst dann in das hinein. Man lebt mit dem, dass anders normal wird. Und das ist für mich, glaube ich, auch heute noch so. Ich sehe mich nicht anders, ich sehe mich nicht irgendwie abschweifend, sondern für mich ist das Normale. Also das ist sicher auch nicht normal gewesen, dass du eine lebensbedrohliche Krankheit überlebt hast, am Schnitter ab der Schaufel gegumpelt bist und nachher aber gerade an der Uni bist, gerade etwas anderes, nämlich Wirtschaft studieren. Und ja wieder etwas ganz anderes als der Ingenieur. Also wenn ich das erlebe in der Wirtschaft, kann ja der Ingenieur und der Wirtschafter, der Ökonom, die können ja fast nicht miteinander reden. Wie bringst du das zusammen auf die Reihe?
Schizophrenie? Nein, keine Ahnung. Es sind unterschiedliche Denk- und Kommunikationsweisen, ja. Und genau das ist aber etwas, was ich spannend finde. Ich sage an mich immer lieb gemeint, der Ingenieur, wo ich noch etwas ähnlicher bin im Denken, der denkt mehr Flussdiagramm, sehr strukturiert. Ja, nein, wo muss ich weiter her? Und die Ökonomen, meine Kollegen, digital, ich teilweise auch, mehr digital, strukturierter. Und die Ökonomen sind mehr in einer Wolke drin, von der Denkweise. Ist alles möglich. Es ist alles möglich und alles irgendwo zusammenhängend. Und beides hat seine Legitimation, beides ist richtig. Aber es sind unterschiedliche Denk- und Kommunikationsweisen. Und ich finde genau spannend, das ein bisschen zusammenzubringen, zu übersetzen. Das ist etwas, was mich sehr befruchtet und was ich jetzt auch stärker wieder aufnehme. Das ist ja sehr aktuell, eben das interdisziplinäre Arbeiten, weg von dem Silo-Denken. Also es braucht Übersetzerinnen, die beide Welten gelernt haben zu verstehen. Ich glaube, es braucht Menschen, ja, die eine Art Übersetzungsarbeit leisten können. Ich glaube, dass unsere heutige Welt sehr viel stärker über die Vernetzung hat. Das eine geht nicht mehr ohne das andere. Also nehmen wir jetzt beispielsweise einen heutigen Betrieb, nehmen wir Technologie. Welcher Betrieb kann auch ohne Technologie überleben? Und gleichzeitig nehmen Sie beispielsweise einen Verwaltungsrat. Wie viel Technologiewissen haben Sie in diesen Gremien hinein? Also das sind so Themen, die heute ganz klar anstehen und wo ich glaube, die sind dringend notwendig, dass man die an die Hand nimmt. Finanzprofessorin mit der Vergangenheit, dass du eine Doktorarbeit geschrieben hast über Korruptionsbekämpfung bei Schweizer Banken. Auf die Idee muss man zuerst mal kommen. Im 2000, genau. Und das ist ja schon eine Anmassung, dass man überhaupt annimmt, dass es gäbe. Das ist so, das haben auch viele von den angefragten Interviewpartnern gefunden. Also es war nicht so einfach gewesen. Man muss sich vorstellen, 2000 war der Schweizer Bankenplatz noch ein bisschen anders unterwegs gewesen. Auch die Headlines haben ein bisschen anders ausgesehen. Und damals hat ja der Schweizer Gesetzgeber gerade das Korruptionsstrafrecht neu angepasst, einen neuen Paragraph hinein. Und entsprechend habe ich gefunden, das ist doch noch spannend. Jetzt schauen wir mal an, was bedeutet denn das für unseren Bankenplatz? Was müssen die machen? Wie sind die rechtlich aufgestellt? Weil es weit über die klassische Geldwäscherei rausgeht. Voller Euphorie, wie gesagt, mit dieser Idee gegangen. Dr. Mutter, Dr. Vater noch begeistert davon gewesen, ist etwas Neues. Und dann, wie gesagt, jetzt Interview bei den Banken angerufen und die grosse Ernüchterung ist dann gekommen, von wir haben überhaupt kein Problem damit, das gibt es gar nicht und so weiter, bis hin zu wir haben miteinander geredet, aber eigentlich haben wir nicht miteinander geredet. Also das ist natürlich ein bisschen speziell gewesen, so eine Arbeit zu schreiben. Genau das habe ich aber spannend gefunden. Also ich finde es immer dann spannend, etwas rauszukitzeln, wo noch nicht so einfach dominant vorhanden ist, wo man noch nicht kennt, wo noch keine Antworten existieren und ja, wo zum Teil auch sehr umstritten ist. Zum Beispiel Terrorfinanzierung ist auch so ein Thema, das du, glaube ich, in einem deiner 8 Bücher behandelst. Genau, wie finanziert sich der Terror auch, wie viel kostet es? Das war auch so etwas, wir müssen uns vorstellen, und das ist auch noch spannend, oder? Sie wissen, wenn ich Sie würde fragen, glaube ich, wirklich jeden, wo Sie von 9/11 erfahren haben, was Sie gemacht haben, wo Sie waren. Das sind so die Momente im Leben, wo man das einfach weiss. Und man weiss auch, es hat das Leben vorher gegeben und wie wir gereist sind und es gibt das Leben seither. Aber wenn Sie sich anschauen, wie die Headlines aufgebaut sind, eigentlich bis wir Oslo hatten, dann sind die einzigen Zahlen sind die gewesen, wie viele Tote, wie viele Verletzte, wie viele Terroristen. Und so komisch das im Buch anmutet, das mutet sehr komisch an. Wir kommen nicht darum herum, auch mal über Finanzen, über Geld zu reden, was es kostet, was es auslöst. Ich habe das angeschaut, es gibt auch andere Institute, die das angeschaut haben, eines davon auch in Deutschland sehr stark, nach 9/11 der Report hat es auch ein bisschen angeschaut, aber die anderen terroristischen Anschläge hat man wenig finanziell beleuchtet. Und wenn wir das anschauen, dann fördert das eine Ware zur Tag, die relativ heftig ist. Also Terrorismus kostet wahnsinnig wenig und hat einen wahnsinnigen Nachklang oder einen Nachschaden. Ist das bei 9/11 Eckdaten? 9/11 Eckdaten. Am liebsten würde ich natürlich jetzt ins Publikum fragen und schätzen lassen. Wären Sie meine Studenten, würde ich das jetzt machen, aber ich mache das jetzt nicht. 9/11 also was es gekostet hat, genau, es kostet, das unglaublich Terrorakt vorzubereiten. Also die Frage wäre, was sich selber können stellen vom ersten Gedankengang, wir führen so einen Akt 9/11 durch,
über das ganze Aufsetzen, die Planungszeit, die Ressourcen, die man braucht, die Mittel bis hin zur Kommunikation, Bankspesen und so weiter und so fort. Das ist alles auch drin. Wir haben 2,5 Jahre Planungszeit für den Anschlag, was das alles gekostet hat. Also die Leute haben auch gegessen und gelebt und, und. Und wir kommen auf, und wenn sie sich das selber beantworten und jetzt abgleichen mit dem Resultat, wir kommen auf etwa 400.000 bis 500.000 US-Dollar zum damaligen Kurs. Und die Folgekosten? Eine 500.000. Folgekosten rechnet man abgeschätzt in etwa mit 50 Milliarden US-Dollar. Jetzt, Sie wissen, wenn Sie probieren, in der legalen Wirtschaft einen so einen Multiple zu erreichen, dann werden Sie wahnsinnig Mühe haben. Also das hat etwas Beklemmendes an sich, mit so wenig Mitteln so einen Schaden, so einen Effekt können zu produzieren. Jetzt muss man auch noch wissen, um die Waren abzuschliessen. Und ich weiss, ich reiss jetzt da die Stimmung wahrscheinlich gerade ein bisschen runter damit. Es ist auch wahnsinnig schwer, nach einem Mann mit einem WC-Deckel aufzutreten, das muss man auch sagen. Also, das ist schon, also es ist eine erhöhte Herausforderung. Und dann über Terrorismus zu reden und die Stimmung nicht ganz runter. Reduced to the max. Ja, das mit dem Max müssen wir dann noch diskutieren, was da. Aber nein, Spaß beiseite. Also, um das noch abzuschliessen. 9-11 ist bei weitem der teuerste Anschlag in der Geschichte jemals gewesen. Das heisst, sie haben die Anschläge, die Sie sicherlich alle auch noch kennen, London, Madrid und. Da bewegen wir uns in einer Bandbreite von etwa 10.000 bis 40.000, 50.000 US-Dollar. Jetzt ist Zita Matsunder, arrivierte Professorin, Institut für Finanzdienstleistungen in Zug, hat hier Aufträge und dort Aufträge. Sie ist für schon wieder ein bisschen langweilig. Und jetzt wird sie zu Rotkreuz, wenn du das richtig gesagt hast, wird sie ein Institut für Cybercrime aufbauen. Also den bösen Buben, die dort Tag und Nacht aus der ganzen Welt an unseren Konti umsagen und unsere Passwörter raussuchen, denen willst du das Handwerk legen. Und wie machst du das, Sita? Ja, also ich muss jetzt ganz professoral, wie schon zu Beginn, ein bisschen korrigieren. Das ist nicht ganz korrekt. Wir haben ein neues Departement oder eine neue Schule in Rotkreuz, Informatik. Und wie das so ist, das schockiert ganz viele Leute, dass wir andere Strukturen haben. Also es gibt dort kein Institut oder Center of Competences, sondern wir werden dort in Bubble-Strukturen arbeiten. Das schockiert viele. Es gibt keine klassische Organigramm und Hierarchie mehr, sondern es ist wirklich völlig projektorientiert. Und ich bin jetzt im Moment am Schauen, welche Themen dass ich mir so die so zu eigen machen. Und das ist sicherlich eins, der ganze Bereich Datensicherheit, der natürlich in die Themen hineingreift, die ich jetzt schon von Finanzseite gemacht habe. Und das andere, was ich dazu kombinieren will, das auch wieder Überschneidungen hat, ist die ganze Geschichte von der künstlichen Intelligenz. Also wie können wir, und das sind zum Beispiel auch Bestrebungen, wie können wir Wirtschaftskriminalität, wenn wir jetzt wieder auf meine Doktorarbeit zurückgehen, wie können wir das mit der künstlichen Intelligenz entdecken? Gibt es eine Möglichkeit oder nicht? Und natürlich auch, wenn wir das Risikomanagement anschauen, ich bin überzeugt, Sie kennen das alle, oder? Wir haben heute Datensicherheit, ist ein riesen Thema und das geht vom Cyber, was kommt da über Viren und Würmer rein? Und das gibt einen Unterschied zwischen Viren und Würmer beispielsweise, das ist nicht das Gleiche. Aber bis hin zu, was macht mein Mitarbeiter mit dem Handy vor dem Monitor? Wir wissen auch, dass ein Haufen über USB-Sticks hineinkommt und. Was heisst das für mein Risikomanagement? Und wenn Sie sich jetzt nur kurz einfach reflektieren, Sie haben das alle in den News gelesen, die Geschichte vom Spital, wo eine Cyberattacke gehabt hat und dann erpresst worden ist, das Land gelegt worden ist, das ist heute Realität und das kann in einem KMU, in einer Grossunternehmung genauso wie eben neuralgische Firmen wie ein Spital, denken wir an Militär, haben wir vorher etwas gehabt, Atomkraftwerk und. Also das sind Risiken heute, die sind immanent. Über die denken wir nicht so gerne nach. Uns zu vorstellen, eine Cyberattacke auf ein Atomkraftwerk, ist keine schöne Vorstellung. Und trotzdem müssen wir damit umgehen. Wir müssen die Risiken abschätzen und wir müssen das Wissen stärker in die entsprechenden Gremien bringen. Letzte Frage. Wie stellst du dein Team zusammen dort? Sind das alles Softwareingenieure von der ETH?
Ich stelle gar kein Team zusammen, wir werden die Bubble-Strukturen arbeiten. Also die kommen selber? Nein. Also wer ist denn der Bubbler? Der Bubble wird so funktionieren, jemand hat eine Idee und man macht etwas und dann sucht man entsprechend die Leute in einem Team zusammen, die man braucht, um das Wissen aufzubauen und schafft dann in dieser Bubble, in diesem Projektteam, wie man es immer dann eben, wie gesagt, nennen. Kannst du dir vorstellen, wie die Diversität von diesen Bubbles aussieht? Was ist dort repräsentiert? Was für Menschen? Von mir aus, bei den Themen, wo ich jetzt dabei bin, wird das eine gewisse Diversität haben, im Sinne von, eben, ich komme jetzt stärker von der ökonomischen Seite mit einem guten IT-Wissen. Und dann braucht es aber bis auf der anderen Seite, ich sage es jetzt mal ganz liebevoll gemeint, den Nerd, der in den Bits und Bytes und in den 0 und 1 sind, so wie ich das irgendwo vor 30, 35 Jahren war, heute aber nicht mehr will und nicht mehr kann machen, weil einfach in den 35 Jahren sich die Sachen verändern. Also ich sage, ich habe ein Grundwissen, aber ich brauche am Schluss jemanden, der vor der Tastatur sitzt und wirklich bis ins 0 und 1 aber die Sachen versteht. Wir haben vorhin beim Andreas gehört, dass man muss sehr stark auch intuitiv arbeiten und Gedanken machen, wo man sonst eigentlich nicht drauf kommt. Heisst das, du musst in deinem Bubble auch Leute haben, die völlig andere Gedanken haben? Absolut. Also ich bin ein grosser Fan von dieser Diversität und dass die völlig anderen Gedanken. Und auch, ich bin immer jemand, der sagt, wir müssen mal weit ins Weltall raus denken, wir müssen nach den Sternen greifen, wir müssen ganz unmögliche Gedanken spinnen, weil wir kommen ganz automatisch dann wieder in die Realität zurück. Wenn wir uns aber limitieren bei Lösungen, schon von Anfang an sagen, das ist die Realität und so eng denken wir, dann werden wir nie auf neuartige Lösungen kommen. Technologie beispielsweise, Innovation entsteht ja auch nur so, dass wir aus den Sternen raus, aus den Grenzen raus denken. Und das ist auch, das kennen wir aus dem Alltag, ganz normal so, dass wir dann automatisch wieder zurück in die Realität, ins Machbare, in die Limitierungen hineinkommen. Davor muss man nie Angst haben, dass das nicht passiert. Ich denke, eine Person mit dem Hintergrund, das wäre vor 30 Jahren noch ein älterer, grauhaariger Herr gewesen und nicht eine junge, hübsche Dame. Aber Gender, das ist, glaube ich, ein Thema, wo wir bei Diversität eigentlich schon längstens drüber sein sollten. Aber seit da, wenn ich das in die Runde schaue, 50-50. Sind wir schon noch leicht gravatoid? Was machen wir da falsch? Zulassen. Wir brauchen sicherlich, und das ist jetzt so ein abendfüllendes Thema am Internationalen Frauentag, notabene, der ja heute ist. Natürlich, es gibt einen Haufen Sachen, die zugelassen werden müssen. Das ist von Rahmenbedingungen bis hin zu Denkweisen, dass man muss zulassen muss. Es sind Stereotypen, die da sind. Obwohl heute Abend, muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich die Stereotypen sehr erfüllt bekommen, indem nämlich der Andreas Reinhardt gerade mal seinen Schlüssel, sein Handy und sein Portemonnaie bei mir in die Handtaschen hineingerührt hat. Das kennen wahrscheinlich einige Frauen. Also das hat zum Teil schon ein bisschen etwas. Aber grundsätzlich, ja, wir haben viele Rollenbilder in uns hinein. Und wenn wir davon zurückgehen können, dann werden wir auch neue Möglichkeiten haben. Und zum Teil, eben, du hast es angesprochen, kenne ich die Rollenbilder auch. Jetzt, wenn ich Vorlesung halte, dann finden das Studenten recht lustig, wenn ich normalerweise mit Converse-Turnschuhen und einem Freitag-Bag reinkomme, weil ich dann näher für sie bin, nicht so klassisch, ja, wie man sich vorstellt. Wenn ich aber danach in einem Verwaltungsrat Einsitz nehme, dann sind gewisse irritiert, dass sie ein bisschen zu jung, ein bisschen zu Frau, ein bisschen zu kurz ist für so etwas. Und also beim Mobiliar haben wir nichts gegen Turnschuhe, das haben wir vorhin doch eigentlich bewiesen. In diesem Sinn hoffen wir alle, Sita, dass du so wunderbar anders bleibst, wie du bist. Ganz herzlichen Dank und viel Erfolg. Schönen Abend.